Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist GSA League Zeit. Es ist eine kleine schöne Chance, euch mal mit hinter die Kulissen zu nehmen. Das Ganze allerdings beginnt wie immer mit einer wunderbaren Bahnfahrt Richtung Hamburg. Und da sind wir auch schon wieder in den heiligen Hallen von Madecrate. Heiligen Hallen, Alter. Das ist hier vorne, das ist die Stage. Production, hast du die Production schon gezeigt? Nee, noch nicht. Okay, Production ist auf der Seite, da kriegst du bestimmt gleich auch nochmal einen kleinen Einblick. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall mal den Caster Desk. Haben wir hier den Caster Desk an sich. Das heißt, natürlich einmal das Headset, ganz wichtig, mit Mikrofon, damit wir was hören, was sehen. Dann haben wir natürlich auch unsere beliebte Ratte. Auch ganz wichtig, falls es mal zu einem krassen Moment kommt. Dann haben wir zwei Bildschirme, das heißt den einen, den frontalen, das ist der hier. Auf dem sehen wir meistens das Gameplay. Und dann haben wir auf der rechten Seite noch einen, der auch mit dem Internet verbunden ist, für ja, Recherche, für Liquipedia und so weiter, um halt eben die letzten oder generell sich Infos da drauf zu hauen über die letzten Wochen und die letzten Spieltage und so, damit man immer aktuell weiß, was alles im Start ist. Und dann gibt es hier auch die Möglichkeit natürlich, einmal das Mikrofon an- und auszuschalten. Das ist auch ganz wichtig vielleicht. Denn ihr hört uns ja nicht husten und niesen und so weiter. Wir können hier das Mikro einmal kurz ausschalten. Dann haben wir einen Talkback hier, der ist dazu da, damit wir mit der Regie reden können. Wir können Fragen stellen, Lautstärke hoch und runter, dass wir das alles so ein bisschen koordinieren können, damit wir halt einen guten Mix haben zwischen Lautstärke und dem eigentlichen Game-Sound, unserem Kollegen und so weiter, damit wir da eine gute Info haben. Ja, und das alles andere, also hier oben einiges an Technik, Verkabelung, Licht, ganz, ganz wichtig natürlich für solche Produktionen. Ja, mehr gibt es zu diesem Raum eigentlich groß nicht zu sagen. I like. You like? I like, ja, you like it. Das ist mein Platz. Ja. Und da sitzt dann mein Partner heute, ist der Fox. Das heißt, alleine von der Temperatur ist hier mal ein bisschen heißer als da drüben. Das kann man so sagen, ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind im zweiten Spieltag der Super Week, immer noch in Hamburg. Und ich nehme euch mit, noch einmal, Backstage, hinter die Kulissen. Ja, meine Lieben, da ist der gute Hector, the one and only. Lass Hamburg ist nicht Hamburg, wenn du nicht pünktlich kommst. Wenn du pünktlich kommst. Da ist was dran. So, und der zweite im Bunde ist der gute Ricardo. Sideways. Ach so, moin. Ja, das müssen die Jungs dann rausschneiden. Hier, Brofrist. So, Kinder, ich bin ja jetzt heute mal Stagehouse. Das heißt, ich habe zwischen den Spielen immer ein bisschen Zeit. Normalerweise sitze ich vorne und gucke mir die Spiele an, schreibe so ein bisschen was mit. So ein paar Stichworte für die Interviews, Fragen, die vielleicht aufkommen. Aber gerade ist gleich nach der ersten Runde ein Rehost vonstatten gegangen. Das heißt, ich habe Zeit, bei den Castern mal reinzugucken. Und das machen wir jetzt auch. So, der halbe Spieltag ist im Endeffekt jetzt schon fast durch und das ist immer ein guter Moment, mal kurz in der Regie vorbeizuschauen. Da sitzt der gute Jost, den wir hier gerade sehen, der ist unser Observer und bringt euch die wunderbaren Bilder auf den Bildschirm. Hier haben wir den guten Christian, der Replay-Boss himself, der das Ganze hier immer mit beiden Äuglein beobachtet. Und hier hinten ist die Magie wieder am Start. Mit Aufnahmeleitung und Sound und Bildmischung und. Das Ganze so ein bisschen die Operator-Zentrale hier hinten. Und ja, wo entsteht die Magie für euch zu Hause, meine Lieben? Und ihr hört's schon, da geht's gerade heiß her. Wir haben gerade Ovation gegen die Jungs von Alpha und es steht gerade 4-1, allerdings nicht mehr lange. Die wollen mich heute alle rollen, das ist schon wieder insane.